Hallo liebe Leute und wir machen weiter mit Breath of Fire 3 und ich habe mich entschieden, jetzt wo ich ganz kurz davor bin, ihn zu besiegen. Ich habe schon über 10.000 Schaden auf jeden Fall, ich habe mitgezählt. Beim letzten Mal waren das ja nur 8.800 und ein paar zerquetschte HP, die ich ihm abgezogen, aber diesmal werde ich ihn besiegen. Und das werde ich euch jetzt demonstrieren, indem ich, ja, ihr seht schon, ich habe meine ganzen Klugfrüchte verschwendet, indem ich ihn jetzt so, ja, in die Schranken weise. Ich habe mir halt überlegt, dass ich noch die letzten paar Schadensangriffe auf jeden Fall noch aufnehmen werde gegen diesen Tepo-mächtigen Drachenherrn. Weil ich bin nämlich glücklich, wenn ich es geschafft habe und ihr es auch live miterlebt, wie ich ihn besiege. Und deswegen habe ich halt entschlossen, jetzt so... Ich habe ihn besiegt! Der mächtige Gegner ist tot, das war der letzte Angriff. Wow. Heilige Scheiße. Endlich ist dieses Mistvieh erledigt. Wir bekommen Drache und Drachenpanzer. Als Geschenk. Kriege ich irgendwo klug Früchte zu kaufen? Falls nicht, habe ich sowas von die Arschkarte. Okay, Tepo, du hast verloren. DJKA. Maria hat recht. Womit? Dass ich der mächtigste bin, oder wie? Schaut uns an. Die Brut. Alles, was wir können, ist kämpfen und uns gegenseitig töten. So wie jetzt. Aber wir haben auch unsere guten Seiten, oder was willst du sagen? Ich wollte nicht zur Brut gehören. Ah, das glaube ich dir. Ich hätte auch nicht gedacht, dass du zur Brut gehörst. Ich meine, du hast lila Haare. Ich wollte nicht so sein wie die. Leider bist du's. Ich wollte nur mit dir, Ray, und dir, DJKR, meiner Familie, zusammen sein. Armer Tepo. Jetzt ist er zum Babydrachen geworden. Ist das nicht der Hammer? Ja, irgendwie schon. Jetzt ruht er friedlich als Babydrache. Leid tut er mir ja schon irgendwie, aber... Er hinterlässt irgendwas? Eine Schlüsselkarte oder sowas? Hey, DJKA! Vielleicht seid ihr von der Brut echt verflucht. Naja, also... Ich kann die Brut kontrollieren, also... Würde ich das jetzt nicht gerade sagen. Ich hoffe nicht. Wirklich, DJKA. Es wäre schon schrecklich, aber gut. Dann schauen wir mal, was Tepo uns hier hinterlassen hat. Hier steht Schlüsselkarte A. Sieht wichtig aus. Okay, und die andere war nicht wichtig, oder was? Ein Seelenjuwel. Kann ich hier drauf? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Hätte ich das soweit überstanden? Ich habe Tepo vernichtet. Und ich habe jetzt die Schlüsselkarte. Ah, das heißt, ich kann zurücklatschen und... Ja, ich kann zurücklatschen, was ich auch erstmal tun werde. Und die Tür öffnen, wo die Schlüsselkarte A ist. Zwischendrin werde ich natürlich auch noch heilen, weil, ja, ihr seht schon, meine Party ist ja ein bisschen angeschlagen durch diesen verdammten Bosskampf. Wow, und ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das irgendwie überleben würde. Ich habe es halt gebetet, dass, also nachdem ich wirklich beim ersten Versuch gegen diesen Drachen verloren habe, habe ich es halt nochmal versucht und halt mit der Strategie... halt komplett durchziehen. Das heißt auch, wenn ich alle Klugfrüchte benutzen musste, wie ich es getan habe, das war mir in dem Fall halt jetzt egal. Die Hauptsache war halt nur, dass ich es endlich besiegt habe. Jetzt muss ich wirklich nur noch beten, dass ich irgendwo sowas kaufen kann. Ich hoffe, einer von euch, die das Spiel kennen, kann mir sagen, wo ich am besten an Klugfrüchte oder Klugsamen drankommen kann. Weil ich glaube, ohne die schaffe ich den letzten Bosskampf nicht. Ich weiß nicht, wie viele HP der letzte Boss haben wird. Ich bin froh, diesen Tepo-Drachen besiegt zu haben. War ja auch wirklich mehr Mühe als... Boah. Alles andere. Und ich will jetzt hier runter. Ich war lang genug hier oben. Ich habe meinen eigenen Verstand überstanden. Ich habe Tepos Drachengestalt überstanden. Ich glaube, soweit habe ich fast das Schlimmste des Spiels überstanden. Fehlt nur noch der letzte Boss, der wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange dauert, bis ich dort bin. Aber gut, schauen wir mal, was uns noch erwartet. Ah, diese Aigus, die können nichts. Gott sei Dank. Deswegen ist mir das jetzt herzhaft egal, ob ihr mir Schaden machen solltet oder nicht. Ich hau einfach ab. Da könnt ihr mich mal. Gut, ich hab's geschafft soweit. Dann wollen wir mal raus hier aus diesem Raum.
Oh, ich bin irgendwie noch ein bisschen aufgedreht, dass ich diesen Kampf überlebt habe. Oh, beim letzten Mal war es ja richtig übel. 12.500 HP soll der Boss haben und ich habe ihn beim ersten Mal 8.800 und noch ein bisschen abgezogen. Ich weiß leider nicht mehr im Kopf. Oh, das... Ich könnte einen Besen fressen, da hat mir doch noch mehr gefehlt, als ich eigentlich gedacht habe. Oh, ich bin aber wirklich froh, dass ich es doch noch geschafft habe im Nachhinein. Und dann sogar noch auf Anhieb beim zweiten Versuch. Und ich habe sogar noch im richtigen Moment zugeschaltet. Das ist auch noch überraschender. Aber gut. Ich werde jetzt erstmal zu der Tür gehen müssen. Kann ich hier abkürzen? Aua. Okay, ich kann nicht abkürzen. Ich bin gleich wieder vergiftet. Ach, klasse. Ich habe noch genug Antidots, die ich auch noch verbrauchen kann. Aber wie gesagt, falls ich so schnell keine Hilfe bekomme, werde ich notfalls auch in einen Walkthrough nachgucken, wo ich Klugfrüchte oder Klugsamen bekomme. Weil ohne die werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr lange überleben. Dann frage ich mich wirklich, wie ich den letzten Kampf überstehen soll. Weil hier habe ich ja schon geguckt in die Schränke. Dann wird es wahrscheinlich wirklich richtig schwierig, das Spiel überhaupt durchzukriegen. Ich wage zu bezweifeln, dass ich es überhaupt noch schaffen kann, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Ich sollte so schnell noch nicht aufgeben. So schnell gebe ich auch noch nicht auf, denn... Wisst ihr was, Leute? Da das hier sowieso noch lange dauert, würde ich sagen, sehen wir uns beim Speicherpunkt wieder. Ich will euch ein bisschen Zeit ersparen. Also, bis zum Speicherpunkt. So, Leute, da wären wir auch schon. Und jetzt werde ich natürlich meine Mitstreiter erstmal wechseln. Und dann das Ganze erstmal abspeichern. Wie sieht's aus mit Nina? Sie sieht wieder topfit aus. Was ich schon mal sehr gut finde. Ich werde sie natürlich wie eine Party mit reinnehmen. Auch wenn sie eine ziemlich schwache Verteidigung hat. Was ich ein bisschen scheiße finde. Aber ich glaube, Ray hat noch eine schwächere, weil er ja noch nicht so gut gelevelt ist. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr die Lust, ihn so gut zu leveln. Dass ich ihn noch vernünftig benutzen könnte. Weil es wurden ja schon einige Tipps von euch gegeben, dass Ray in der Party richtig gut sein soll, wenn man ihn vernünftig benutzt. Ja. Für mich wird es wahrscheinlich nicht mehr viel bringen, also... 76 Stunden, 37 Minuten, boah. Naja. Und da wir sowieso in der Nähe von der Tür sind, ja, würde ich sagen, gehe ich auch gleich hier rüber. Ja, für mich wird das, wie gesagt, mit Ray nicht mehr viel bringen. Es sei denn, ich würde hier noch ein bisschen leveln, aber... Das würde viel zu anstrengend wahrscheinlich sein. Vor allem, weil Ray ja irgendwann auch... noch ziemlich viele... Scheiße? Ziemlich viele Erfahrungspunkte braucht, irgendwann später, und... Bei diesem Rollenspiel ist das echt schon ziemlich anspruchsvoll. Wenn die irgendwann zu viele Erfahrungspunkte brauchen... naja. Gut. Schauen wir mal, was die Sicherheitstür A sagt. Zugang nur mit Schlüsselkarte. Achso, ja. Okay, das war's. Führe die Karte Schlüssel-ID-Prüfung durch. Ja. ID-Prüfung läuft. Okay. Türschloss entriegelt und wir können endlich rein. Ah, hier ist nur eine Truhe. Ein Armgreif und was ist das? Man kann es nicht bedienen? Toll, warum stand da die Schlüsselkarte? Sieht wichtig aus. Ich komme jetzt nicht weiter, oder wie? Ah, zwei Rüstungen, nein, danke. Oder ist hier noch irgendwas Verstecktes, was ich untersuchen muss? Wahrscheinlich. Weil anders könnte ich es mir nicht vorstellen. Hier... Vielleicht ein bisschen drehen? Ah, es sieht aus, als wäre es Mausi. Okay, klasse. Das bringt mir auch nicht viel. Nicht wirklich. Sonst ist hier auch nichts? Ich habe das nur für einen Armreif gemacht. Wollt ihr mich verarschen? Was bringt mir dieser Armreif? Schauen wir mal, ob ich den irgendwie ausrüsten kann. Armreif. Da ist er. Abwehrstark gegen Statusänderung. Na, klasse. Brauche ich also nicht... Toll, von wegen die Schlüsselkarte ist wichtig. Gehen wir mal hier lang, hier war ich noch gar nicht. Okay, hier sind zwei Schalter. Automatikschloss aktiv. Haupteingangsschloss entriegeln, ja. War es jetzt richtig? Okay, wo ist diese Tür nochmal? Die ist irgendwo weiter unten. Und was ist das? Wo? Ah, tu, ist das gut. Scheiße. Um noch weiter zu kämpfen. Na klasse. Okay, nochmal die Flucht ergreifen. Dann werde ich das andere auch nochmal ausprobieren. Und dann geht's auf jeden Fall auf die große Suche nach dieser Tür. Na,
Ich hasse es, schräg solche Schalter zu betätigen. Laser, Schlosssystem aktiviert. Der Zugang zum Labor ist untersagt. Toll, Schloss und Riegel, natürlich. Ah, diese Laserschranken. Okay, wir können endlich durch. Ich muss nur überlegen, wo diese Tür nochmal war. Egal. Die werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwann finden. Vielleicht muss ich dazu nochmal meine älteren Videos angucken, aber ich kann durch diese Lasertür, also durch den Laserweg, der mir vorher auch verwehrt blieb. Also geht's jetzt erstmal ab zum Labor. Ich hoffe, das ist eine kluge Entscheidung, dahin zu gehen, aber ich werde es ja sehen. Lang dauert es wahrscheinlich nicht mehr. Hoffe ich doch. Ich hoffe, das Ding ist nicht mehr allzu groß, dieses Gebäude hier. Wobei es doch schon ziemlich extrem groß ist für meinen Geschmack, aber gut. Das ist immerhin auch das letzte Gebiet, da muss das so sein. Ich kann das noch von anderen Rollenspielen, da sind die letzten Gebiete immer so. Ziemlich groß, anspruchsvoll und rätselhaft. Ja, rätselhaft nicht immer unbedingt, aber sie sind groß und lastig. Vor allem gegnerlastig. Was haben wir denn hier Tolles? Kann man hier irgendwas machen an diesem Ding? Nein. Okay, diese Tür habe ich noch nicht geöffnet. Zugang nur mit Schlüsselkarte. Level A. Okay, das ist sehr gut. Dann ist es doch gut, dass ich die Schlüsselkarte A habe. Schauen wir mal, was wir hier hinter finden. Ein dunklen Raum. Nein, doch nicht. Ein langen Flur. Und noch mehr Gegner. Warum? Ein neuer Gegner, ein Nebelmann. Da doch... Oh, toll. Okay, es sieht... Momo auch noch viel ab. Scheiße, ich habe Angst vor diesen Gegnern. Momo, lebst du noch? Sehr gut. Ich würde sagen, ich gehe hier erst nochmal kurz raus. Vielleicht ist... Ich gucke erstmal, was es hier noch für Räume gibt. Ansonsten werde ich gleich diesen Raum, wenn es hier nichts mehr gibt, aufsuchen. Momo lebt noch. Ja, das ist gut. So. Ich habe nämlich ein bisschen Angst. Wenn hier neue Gegner sind, dann... Nee, dann traue ich mich hier nur nicht so wirklich rein. Es sei denn, es gibt hier nichts anderes mehr. Dann werde ich da wohl lang gehen müssen. Aber wenn ich schon die Möglichkeit habe... Schauen wir doch erstmal, was wir hier noch haben. Falls hier noch irgendetwas ist. Okay. Eine Glaswand. Ich glaube, da drüben ist der Raum, wo dieser Elektroschockpult war. Oder irre ich mich da jetzt? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube... Okay, hier geht die Tür auf. Was ist hier? Hier sind Plattformen. Da ist ein Schrank. Der sieht auffällig aus und... Wir finden Lebenssplitter. Ah, ja, sehr gut. Ich werde mich jetzt hier erstmal ein bisschen umsehen, bevor ich weiter voranschreite. Auf jeden Fall. Ich wollte nämlich noch ein bisschen überleben, wenn es geht. Ah, warum lässt du mich nicht fliehen? Zufallmagie. Und da wollte ich schon immer mal sehen, wie die aussieht. Okay, es ist nur Abwehrsteigerungsmagie. Das ist egal. Solange es keine böse Angriffsmagie ist, dann ist mir das echt egal. Dann kann der Adept tun und lassen, was er will. Na gut. Diesen Automat will ich auch noch einmal checken. Und da ist nichts. Diese Dinger hier, diese Plattformen sehen auch noch auffällig aus. Als ob ich damit auch noch irgendwas machen könnte, aber... Scheint nicht der Fall zu sein. Na gut, wo bringt mich diese Tür hier hin? Hier nach draußen wahrscheinlich. Okay, ich glaube meine Frage wurde soeben beantwortet. Ja, das ist die Tür. Hier ist noch ein Fahrstuhl. Da drüben ist eine Truhe? Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, was ich als erstes machen soll. Kam ich nie von diesem Fahrstuhl? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich könnte also theoretisch nochmal zurückgehen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Für den Fall der Fälle, dass ich wirklich nochmal zurück muss oder so. Ich meine, für Klugfrüchte würde ich alles tun. Auf jeden Fall. Aber gut, dann schaue ich doch erstmal in diesen einen Raum. In den, wo ich mich erst nicht weiterwagen wollte wegen den neuen Monstern. Ah, muss ich das schon wieder machen? Ist ja blöd. Die Tür hätte ruhig offen bleiben können. Ich meine, die Schlüsselkarte habe ich aktivieren lassen. Scheiß hohe Technologie. Ah, okay, lass mich rein. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was wir hier außer die Monster noch alles finden können. Ich hoffe, das ist nicht der Weg, den ich gehen muss. Falls doch, dann ist es auch egal. Dann will ich erstmal diesem Weg folgen, würde ich sagen. Da mir ja sowieso nichts anderes übrig bleibt.
Links oder rechts? Oh, auch noch so eine Wegwahl. Gehen wir erstmal links. Runter. Oh, noch mehr Wege. Sackgasse. Na klasse. Und ein Kampf dazu. Da werde ich doch rechts gehen müssen. Ich stehe also wieder vor ein Labyrinth. Natürlich. Ich würde mich freuen, wenn es irgendwo noch etwas gäbe, wo ich noch was kaufen kann. Von wegen Vitamine oder so. Damit ich hier irgendwie heile durchkomme. Am besten auch noch Klugfrüchte und so. Aber ich wage zu bezweifeln, dass man dieses Spiel wirklich irgendwo kaufen kann. Noch mehr Wege. Viel zu viele Wege. Aber wie heißt es doch so schön? Viele Wege führen nach Rom und irgendeiner führt mich schon zum richtigen Ort. Und warum heißen die Gegner hier Nachtfledermaus und Herr Nacht? Warum sind die da so, naja, unkreativ, würde ich jetzt nicht sagen, egal. Ah, die lassen mich einfach nicht fliehen, sie wollen mich vernaschen. Wenn ich schaffe zu fliehen, bin ich glücklich, weil dann will ich erstmal die Aufnahme hier beenden. Düster in der Klasse. Ich werde, glaube ich, sogar eher noch ein bisschen sterben, kann das sein? Was ich eigentlich nicht vorhatte. Bitte, Klappe, flieh. So. Endlich. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahme und dann schauen wir uns hier in den neuen Gebieten noch ein bisschen mehr um. Ob wir hier noch was finden werden, was uns noch erwartet. Wir werden es beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute.